Ja, hier hat sich wirklich Franken von seiner besten Seite präsentiert, nicht nur hier in Würzburg direkt, sondern auch in Schloss Wolkershofen zum Beispiel, wo wir einen schönen Abend verbringen konnten. Und ich kann nur sagen, die Gäste waren zutiefst beeindruckt, sehr begeistert und das Wetter hat natürlich auch perfekt mitgespielt, also rundherum sehr gelungen. Na, zuallererst muss ich einmal sagen, es war großartig hier und Bayern hat das hervorragend vorbereitet. Wir haben uns alle sehr wohl gefühlt und man sieht auch die Gemeinschaft hier und das ist, glaube ich, überhaupt das fast Wichtigste, dass man sich kennenlernt, dass man weiß, dass es in allen anderen Landesparlamenten in etwa dieselben Probleme gibt und dass man zusammen eigentlich eine große Stärke entwickelt. Diese Tagung hat eigentlich den wirklichen Sinn, dass man zeigt, dass es viele regionale Parlamente gibt, auch mit Gesetzgebungskompetenz, die ihre Eigenständigkeit haben, auch ihre Vielfältigkeit haben und dass man sich aber im Austausch vielleicht auch um die besten Ideen gegenseitig unterstützen kann. Und das ist eine sehr, sehr gute Idee. Und wir haben viele wichtige Fragen diskutiert, die vor allem europäischer Natur waren. Themen auch mit dem Zusammenhang mit der Wahl zum Europäischen Parlament. Und wir haben gesehen, es gibt viele Herausforderungen in der Europäischen Union und die kann man nur gemeinsam lösen. Wir sehen uns schon auch als Transporteur der europäischen Idee, weil wir sehr nah an den Menschen sind, sehr nah an den Bürgerinnen und Bürgern und da unsere Abgeordnete in den Parlamenten sehr viel und sehr guten Beitrag leisten können. Ja, Würzburg haben wir deshalb ausgesucht, weil Barbara Stamm ja die langjährige Präsidentin auch gewesen ist unseres Bayerischen Landtags, aber natürlich auch Mitglied dieser Konferenz. Sie ist Ehrenbürgerin der Stadt Würzburg seit Kurzem, was sie mehr als verdient hat. Und wir haben ihr hier auch einen würdigen Abschied aus dieser Runde, glaube ich, feiern können. Und das war mir ein persönliches Anliegen.